Peach gegen Duck Hunt. Peach, Überraschung. Oh. Okay, wir sind aber auf FD. Chillig. Ich weiß nicht, ob das gewollt wäre, aber vielleicht wegen der Musik. I don't know. Ja. Und er startet gleich mit einer Combo. Oha. 60%. Damn. 60%, 80% ja. Sogar. Innerhalb von den ersten 10 Sekunden. Das ist halt Peach einfach. 100%. Damn. Das 100% in den ersten 20 Sekunden. Es geht schon mal sehr stark los. Es geht sehr strong los. What? Und da okay. Ist der erste Stock schon weg. Der erste Stock ist schon weg einfach. Krass. Und Robin macht gleich weiter, er macht Robin, Prozent. Oh, ach du Scheiße, er macht Speedrun, what the hell? How to Speedrun, Beiße. Okay, ich sollte meine Fresse halten. Aber Beiße hat er noch nicht verloren, er kann einfach alles mal zurückholen. Ja. Wobei es mit Duck Hunt, wenn du halt so stark hinten liegst, halt schwierig ist, das wieder zurückzuholen. Duck Hunt ist halt so ein Schaden, er möchte am Anfang eine Lead aufbauen und wenn er die halt kriegt, dann ist es viel einfacher für ihn. Tut mir leid. So, die Backer auch. Wird von der Can getroffen. Die Can wieder. Okay, die Side-P. Oh. Der Down-Tilt. Wollte die Upper, kriegt sie leider nicht. Okay, interessant, Live-Smash. Okay, F-Tilt auch. Auf den Typen, okay. Das war gerade zu viel für mich. Ich finde, da kannst du kommentieren richtig anstrengend, weil man halt immer so auf alles achten muss. Ja, true. Was ich auch ganz nervig finde, ist, dass dann dieser Bildschirm halt so ganz, so, es wird einfach so rausgezoomt wegen dieser Can. Ja. So, und das nervt mich irgendwie richtig doll. Deswegen spiele ich ungern gegen Duck Hunt. Aber er benutzt die Can richtig gut zum Pressuren. Oh, die Get-Up-Sack war nice. Aber halt immer noch einen Stock hinten. Der erste Stock von Robin wurde immer noch nicht abgezogen. Ah, jetzt aber jetzt die Abwehr. Jetzt ist abgezogen, aber 150% für Beiße ist nicht gerade gut. Ich dachte gerade schon, er ist sich. Kommt. Jetzt an der Ledge gegen Peach. Ah. Da ist der Hochgang, der Counter von. Ich finde, gegen Duck Hunt einen Kill zu finden, ist halt so unfassbar schwer, ne? Aber und da kam die Forward. Und dann kam die Forward, ja. Oh. Nee. Oh, okay, da einfach Down Smash. Schönes Side hier an der. An der Stage. So rum. Oh, was? Down Air. No, oh, das war, sehr unlucky. Ja, jetzt ist einfach alles noch drin. Obwohl Robin GG so einen kranken Lease hatte. Ja. Eine Down Air und vorbei. Ja, manchmal ist es ein Move. Ja. Es hat Beißel das Momentum. Beißel. Oh mein Gott, der F-Smash killt fast. Beißel gibt richtig schön das Game an. Wie das oh mein Gott. Ja, yeah, da wollte er für den Clip. Er hat die Twitter-Likes schon in seinen Augen gesehen. Nicht nur die, auch YouTube-Likes. Oh. Schöne Back von der Can. Oh, Konter. Down Smash. Down Smash trifft nicht. Dash Tag. Oh. Die Baker killt noch nicht. 140%. Ja, beide werfen einfach nur ein bisschen Projectiles auf sich und die. Da kommt der Forward da kommt die Krone. Peach. Damn. 1-0. Für Robin GG. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was. Für wen jetzt FD so unfassbar gut war. Ich glaube, ich weiß ich allgemein nicht. Ich würde sagen Peach. Ich hätte es auch gesagt, Peach, tatsächlich. Ich vor allem wegen dem Kombo-Potenzial, deswegen. Ich habe halt keine Ahnung von Duck Hunt, bin ich ehrlich. Oha, die Musik wird jetzt noch ausgewählt, ganz, ganz wichtig natürlich. Schade, ich hätte jetzt gerne den Duck Hunt Soundtrack gehört. Das ist mein Lieblings-Soundtrack. Es kommt wenigstens DK-Soundtrack, auch not bad. Okay. Es geht direkt weiter. Wieso lachst du jetzt? Ah, wegen dem Twitch-Chat. Das ist ganz lustig.
Da steht, Justin, kannst du mich grüßen. Was? Von Dry Crocodiles, glaube ich. Ja, okay, wen soll ich jetzt grüßen? Okay, wahrscheinlich ist Punch da. Ich grüße Punch Tendo, ja. Oha. Okay, auf jeden Fall krasser Lied von Beißel wieder. Ja. Mit 130%. Mann, ich habe gerade kurz jemanden gegrüßt und es ist halt so ein explosives Match, was ich eigentlich gar nicht erwartet hätte. Ich hätte jetzt erwartet, dass beide einfach nur so richtig patient Fetzt. Campen. Aber der Absmash. Oh, Up-Smash. Schöner Upsmash vom Beißel. Ja, die Forward Air. Jetzt will Robin natürlich schnell den Kill holen, aber Robin will nicht. Oha. Ja, bei der Tag, ja. Oh. Dann. Wenn die Cannon so in dir drin ist, dann ist das richtig scary. Ja, ein Schuss, also einmal B drücken, ja. Boom. Damn, da ist der Stock auch clean. Weg von Weißel. Und Enzo. Oh. Alter. Back Air. Schöner, das Movement ist halt so clean von Robin, ist das echt. Damn. Oh. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Oh, und der. Oh. Unlucky Air Dodge. Noch nicht mal 1,5 Minuten um und es ist gleich schon vielleicht vorbei. Es ist, könnte 50% echt schon vorbei sein. Okay, Down Smash. Schöner Grab out of, von dem Smash. Und so. Naja, er chillt einfach ein bisschen patient in der Stage-Mitte. Ja. Will die Stage controllen. Das könnte jetzt richtig eng werden. Oh, schöner Konter. Ich habe das Gefühl, Robin weiß halt immer, wann weiß er die Side-Bees macht. Das ist anscheinend. Naja, es ist sehr wichtig. Oh, ich habe gerade schon, ich glaube, den Upsmash gesehen, aber. Hat nicht so ganz. Funktioniert die Forward? Er trifft nicht. Die Forward, er. Die näher, er taggt die näher. Ich hätte das nicht getaggt, bin ich ehrlich. Oh, da stirbt Robin. Es wird nochmal, naja, in Anführungsstrichen eng. Das letzte Mal hat er es auch durch den Downer noch geklatscht. Ja. Irgendeine Backer vielleicht. Ah, ja, da kommt die Krone. Oder die Ford, ja. Ja, und das ist ein 2-0 für Robin. Ja. Damn. Robin hat sich dann die Liebe nicht geholt. Und jetzt sehen wir.